Hey, so schön, dass du da bist, hier beim heutigen Keep Yourself Wild Club zum Thema Überforderung. Und ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr dankbar, dass ihr für das Thema abgestimmt habt. Denn es hat tatsächlich in den letzten 3 Wochen immens mit mir resoniert, das Thema Überforderung. Und ich durfte auch erstmal, seit ich in Oxford angekommen bin, lernen, ein bisschen mit dem Thema umzugehen. Und deswegen freue ich mich so sehr, heute halt Tipps, Tools und auch Dinge mit dir zu teilen, die mir tatsächlich geholfen haben, trotz relativ vollem Tag und ganz, ganz vielen To-Dos, die anstehen, Freude, Leichtigkeit und vor allem auch Motivation in meinem Alltag zu behalten. Und bevor ich ganz tief ins Thema einsteige, für alle, die heute das erste Mal dabei sind, lass mich super gerne wissen, ob das dein erster Keep Yourself Wild Club ist, ob du vielleicht schon öfter dabei warst, das heißt First One oder vielleicht sogar schon 20 Mal oder jede Woche dabei. Und wie es dir gerade geht, was ist das eine Gefühl, der eine Gedanke, das eine Wort, was du vielleicht mit in diese Live-Session bringst, einfach um dich erstmal hier anzukommen und zu erden, denn Erdung, Ankommen und präsent sein ist tatsächlich auch ein ganz, ganz großer Aspekt von Überforderung, von Stress, von Mental Load. Und bevor ich dein Gehirn jetzt weiter zuballer mit Informationen und sich das denkt, ich würde ja gerne mit den Tipps und Tools arbeiten, fände ich es einmal ganz, ganz wichtig, wenn du dir vielleicht jetzt mit mir zusammen eine Minute Zeit nimmst, die Augen schließt, in dich reinspürst und danach einfach in den Chat schreibst, mit welchem Gefühl, mit welchem Wort, mit was auch immer du heute hier in dieses Live kommst. Und für dieses Reinspüren schließ einmal ganz kurz deine Augen, leg deine Hand auf deinen Bauch, unten wirklich auf den unteren Teil deines Bauches, und dann beginn einmal tief in deine Hand einzuatmen, sodass dein Bauch wirklich zu einer richtigen Kugel wird, so als wärst du als Frau irgendwie 3. Monat schwanger und als Mann halt eben auch. Und lass es wirklich auch mal zu, dass dein Bauch groß wird und Sauerstoff in deinen Körper fließt. Einmal mit mir tief in den Bauch ein. Und aus. Und nochmal tief in den Bauch ein. Und aus. Und nochmal tief in den Bauch ein und aus. Und dann nimm deine Arme jetzt einmal nach oben in die Luft. Mach dich so lang wie nur möglich. Streck dich. Mach dich groß. Es würden an dem Baum über dir Äpfel hängen. Und dann streck dich einmal zur Seite, als wärst du ein Stern. Und spür einfach erstmal vielleicht, wie klein du dich den Tag über gemacht hast, wie eingeengt du dich hast und wie wenig Raum dein Körper überhaupt hatte, Sauerstoff zu verarbeiten, sich zu entfalten, wie viel auf dir gelastet hat. Mach dich erstmal frei und dann komm super, super gerne hier an. So schön, dass du da bist. Petra schreibt, sie kommt mit Zukunftsangst heute hier rein. Janet schreibt, hallo. Vielleicht kommt der ein oder andere wirklich heute mit dem Gefühl rein, hoffentlich gibt es hier wundervolle Tipps, denn ich bin wirklich am Ende meiner Ressourcen. Und das ist ein wundervolles Stichwort, um zu starten. Denn ich würde heute gerne mit dir besprechen, was ist Überforderung überhaupt? Wo kommt Überforderung her? Das heißt, es kann aus der äußeren oder inneren Welt kommen. Was unterscheidet Menschen, die überfordert sind, die sehr gestresst sind, von Menschen, die nicht so überfordert sind, die nicht so gestresst sind? Und was ist auch der Teufelskreis, der dahinter steckt, wenn du einmal überfordert bist und wirklich in diese Gedankenspirale, in diese emotionale Spirale kommst? Und was kannst du trotzdem tun, um da rauszukommen? Denn es geht hier gar nicht darum, sich schlecht zu fühlen, sondern am Ende immer mit dem Gefühl rauszugehen, hey, ist es in Ordnung, wie es ist?
Aber es muss nicht so bleiben, wenn es gerade nicht so schön ist. Und deswegen würde ich einmal mit der Definition anfangen, was Überforderung überhaupt ist. Denn wir sprechen ganz oft von Worten, von Themen, von Dingen, glauben, dass wir genau dieses Problem haben. Aber super oft fehlt uns die Definition dafür. Und um zu wissen, wie wir etwas lösen, dürfen wir auch erstmal wissen, was genau es ist. Und Überforderung ist nichts anderes als die Gesamtheit an Anforderungen im Außen und im Innen, zu deren erfolgreicher Bewältigung deine Ressourcen, deine Fähigkeiten, deine Leistungen nicht reichen. Das bedeutet, die Gesamtheit an Anforderungen, das können Dinge wie Aufgaben, Situationen, Zeitdruck sein, finanzielle Nöte, Dinge, die in deiner Familie abspielen, vielleicht Krankheit, die stattfindet, aber auch innere Dinge wie Mental Load, Gedankenspiralen, emotionale Probleme, emotionale Blockaden, emotionale Abhängigkeiten. Und deine Fähigkeiten, also dein Wissen, deine Ressourcen, vielleicht dein Geld, deine Zeit, deine Energie, aber auch deine Leistungen, also deine Motivation, reichen aus deiner Perspektive nicht aus, um das, was da auf dich einprasselt, das, was da auf dich zukommt, das, was vielleicht auch in der Zukunft auf dich zukommen wird, zu bewältigen. Und deswegen fühlst du dich natürlich überfordert, weil du das Gefühl hast, vor einem Problem zu stehen, was du nicht lösen kannst, vor einer Herausforderung zu stehen, die du nicht bewältigen kannst, vor einem Hindernis zu stehen, was zu groß für dich ist. Und natürlich, wenn wir das Gefühl haben, an einer Stelle nicht weiterzukommen, dann ist es ganz logisch, ganz normal und auch vollkommen in Ordnung, dass du dich überfordert fühlst. Wichtig ist, dass Überforderung nicht immer eintreten muss. Das heißt, Überforderung, Stress zu sein, das Gefühl zu haben, etwas nicht zu schaffen, ist teilweise etwas sehr, sehr Subjektives. Denn es gibt ja Situationen im Außen und Innen, die passieren Mensch A oder Mensch B und zwei Menschen gehen komplett anderes damit um. Bedeutet, stell dir vor, um eine Situation aus dem Außen zu holen, die dich überfordert. Die Situation ist folgende. Familie A hat über Corona oder was auch immer Jobverlust, finanzielle Nöte erlitten. Oder alleinerziehende Mama, alleinerziehender Papa A hat über Corona finanzielle Einbußen erlitten und weiß erstmal nicht, wie sie den aktuellen Lebensstandard halten soll. Die Bewertung, die dann einkehren kann, ist, das ist schrecklich, das ist zu viel, ich schaffe das nicht, ich weiß das nicht, es ist alles unfair, ich komme hier nicht raus, wieso passiert das mir? Und du merkst schon, alleine wenn ich diese Worte ausspreche, die Gedanken in den Köpfen vieler Menschen sind, wie man so merkt, der Atem wird kürzer, der Raum wird kleiner und es gibt einen Tunnelblick, der einfach nur noch auf dieses Problem schaut. Das ist einfach dieser Tunnelblick, der die ganze Zeit nur dieses Problem sieht, aber überhaupt nicht mehr links und rechts schaut, was für Chancen und Möglichkeiten es gibt. Und wenn du im Außen, sagen wir jetzt, eine finanziell belastende Situation hast und dir nur sagst, ich weiß nicht, wie es geht, es ist unfair, ich komme hier nicht raus, warum passiert das mir, dann sind das Fragen, die dich im Kreis drehen lassen. Weil jede Frage, die du stellst, vom Problem aus, bringt dich zum Problem zurück. Warum passiert das mir? Das ist zu viel. Ich schaffe das nicht. Das ist eine Frage, die dich im Kreis drehen lässt. Und das ist dieses Konzept zwischen Teufelskreis und hermeneutischer Zirkel, was ich ganz, ganz oft schon mal gesagt habe. Und diese Bewertung führt zu Stress. Und dieser Stress wird immer und immer und immer größer. Es gibt aber auch Menschen, die zum Beispiel über Corona oder warum auch immer durch den Jobverlust in die gleiche Situation gekommen sind. Und das krasseste Beispiel ist meine Kosmetikerin, die ich richtig, richtig bewundernswert finde, ehrlicherweise mit ihrer Story. Die war schwanger, also nicht jetzt in Corona, vor Corona, hat in der Schwangerschaft ihren Job verloren, wusste überhaupt nicht, was sie machen sollte. Also stand erstmal da, keine Ausbildung, wusste nicht, wo sie hin sollte, schwanger. Einfach auch eine richtig schlechte Perspektive und hat dann gesagt, okay, das, wofür ich mich immer interessiert habe, war Kosmetik. Ja, das fand ich cool, das fand ich toll. Und dann hat sie in der Schwangerschaft angefangen, sich ein Kleinunternehmen aufzubauen, bei sich zu Hause. Und hat erstmal über dieses Kleinunternehmen so viel Geld verdient, dass sie gerade mal alles bewältigen konnte. Und dann irgendwann hat sie angefangen, ein Kosmetikstudio aufzubauen. Und irgendwann hat sie angefangen, ihre ersten Leute einzustellen. Und mittlerweile hat sie 3 Kosmetikstudios aus der Situation heraus, dass sie in der Schwangerschaft gekündigt wurde, nicht wusste, wie es jetzt weitergeht, wie sie ihre Tochter, ihre Familie sich ernähren sollte. Das heißt, ihre Bewertung war in dieser Situation scheiße. Ich weiß nicht mehr, wie ich meinen Lebensstandard halte.
jetzt weitergehen. Und dementsprechend hat sie Lösungen gefunden und hatte vielleicht auch echt eine scheiß Phase, aber ist da rausgekommen. Und das ist der große Unterschied. Das heißt jetzt nicht, dass Stress und Überforderung generell immer an dir liegt, aber es heißt, dass es an dir liegt, wie du mit gewissen Situationen und Momenten umgehst. Und der größte Auslöser und der größte Unterschied zwischen Leuten, die resilienter und weniger resilient sind, liegt tatsächlich in der Bewertung. Liegt in den Sätzen, das ist zu viel, ich schaffe das nicht, schon wieder Zeitdruck, warum machen die das, warum ist das so? Und nicht die Frage, okay, das ist die Situation de facto, was kann ich tun, um diese Situation zu verbessern? Denn aus dem einen Bewertungsmuster entsteht Stress, Verzweiflung, Angst, Hoffnungslosigkeit. Aus dem anderen Bewertungsmuster entstehen Perspektiven, Motivation und auch Wege. Bei der einen Perspektive stehst du in einem Stoppschild, du bist gefangen und natürlich fühlst du dich scheiße, wenn du in einer Situation gefangen bist, in der du nicht sein möchtest. In der anderen Situation siehst du dich an einem Startpunkt, der dir vielleicht nicht gefällt, aber wo du weißt, an diesem Startpunkt muss ich nicht mein Leben lang stehen bleiben. Und das Gleiche kannst du auch mit allen anderen Sachen sagen, zum Beispiel inneren Problemen. Das heißt, ich hatte die Frage, die reinkam, das große Thema Masterarbeit. Und ich fange gerade gar nicht mit meiner Masterarbeit an, weil ich so überfordert bin von all dem, was auf mich zukommt. Ein großer Aspekt von Menschen, die vor solchen großen Abgaben gar nicht erst losgehen, ist, dass sie zum einen sich nicht Zwischenziele einschreiten. Das heißt, sie stehen an A und fragen, wie soll ich auf den Berggipfel kommen? Und die anderen Menschen fragen sich, sie stehen vom Berg und fragen, welche Schuhe brauche ich? Wie kann ich mich gut vorbereiten? Was unterstützt mich, um auf den Berg zu kommen? Ja? Wenn du durch mentale Abgaben oder sowas überfordert bist, dann kann es dir sehr stark helfen, dir Zwischenziele zu machen, die für dich bewältigbar, also zu bewältigender erscheinen, als wirklich dieser eine große Berggipfel. Und dann siehst du von Zwischenziel zu Zwischenziel zu Zwischenziel, wie du diesem großen Ziel näher kommst. Gleiches auch bei mir, wenn mein großes Ziel, eine eigene Farm zu haben, immer das wäre, was ich mir angucken würde, dann würde ich nie losgehen, weil ich mir einfach nur denken würde, scheiße, Mensch, wie soll ich 750.000 Euro zusammenbekommen, um eine Farm aufzubauen? Wenn ich immer nur dieses große Ziel vor Augen hätte, worauf ich hinarbeite, in dessen Richtung ich mich bewege, aber daran festhalten würde, dann würde ich immer in Überforderung geraten, weil es für mich de facto jetzt keine Lösung gibt, an 750.000 Euro zu kommen, außer, keine Ahnung, zu hoffen, im Lotto zu gewinnen. Oder eine Bank zu überfallen oder anders kriminell zu werden oder was auch immer. Also es gibt für mich jetzt erstmal keine Lösung, die in meiner Eigenverantwortung liegt. Das heißt vor allem, wenn du emotionale Probleme hast, wenn du dich gedanklich sehr unter Stress setzt, wenn du dir selbst sehr krass Stress machst, dann frag dich, siehst du immer nur das Große und weißt nicht, wie du dahin kommst? Oder teilst du dir das Große auch in Zwischenschritten ein? Und der zweite Aspekt, der damit reinspielen kann, ist, wie gehst du an die Sache ran? Erlaubst du dir, Fehler zu machen? Bist du liebevoll auf diesem Weg zu dir? Hast du das Gefühl, es ist in Ordnung, wenn Dinge nicht funktionieren? Oder gehst du mit der Erwartung rein, wenn ich es mache, muss alles perfekt, richtig und gut laufen? Und wenn du mit so hohen Erwartungen da reingehst, dann kann ich dir auch schon sagen, dann sind alleine auch deine Erwartungen ein Grund, warum du nicht losgehst, weil ein Teil in dir weiß, es wird nicht perfekt laufen. Egal, was du machen möchtest. Deine Masterarbeit zu schreiben wird nicht perfekt laufen. Dein eigenes Unternehmen zu gründen wird nicht perfekt laufen. Selbst wenn du deinen Traumpartner, Traumpartnerin findest, auch das wird nicht perfekt laufen. Wenn du immer diesen Perfektionsanspruch aufrechterhältst, dann wirst du auch immer sehr stark stehen bleiben. Und das Spannende ist, und da habe ich mir ziemlich viele Burnout-Studien zu durchgelesen, vor allem in meinem Erststudium in der Philosophie, ist dieses: Du fängst hier unten an und ich werde dir dazu gleich auch ein Bild zeigen und das erste Mal passiert was Großes und du denkst so, ich weiß nicht, wie das geht, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Dann geht dein Stresslevel von 0 auf 10 und wenn du dir dann aber nicht die Chance gibst, wirklich zu regulieren, runterzukommen, Lösungen zu finden, emotional auch da rauszukommen, dann droppt das vielleicht auf 5. Wenn du das nächste Mal in Stress gerätst, zwar richtig viel, dann geht es vielleicht auf 30 hoch und fällt nur noch auf 20 runter. Und dann ist es nicht so, dass du irgendwann von dem gleichen Stresslevel anfängst, sondern dass du ein immer weniger resilient wirst. Und ich habe dir das mal gerade aufgezeichnet. Ich hoffe, das kannst du gut erkennen. Meine schönen Notizen. Das ist das, was ich dir erklären möchte. Du hast einmal Stress und dann bewertest du das als Scheiße, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Dann geht es hoch und vielleicht kriegst du es irgendwie runterreguliert.
Und du wirst von Mal zu Mal weniger resilient. Und dann fragen sich Menschen irgendwann, früher habe ich doch Dinge leichter genommen. Aber wenn du dich permanent unter Stress setzt, dann ist irgendwann dein Normallevel an Stress, so wie früher dein Extremstlevel an Stress war. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, Tools zu finden, um dich da rauszuholen. Denn die meisten Menschen leiden heutzutage vor allem unter mentalem Stress. Durch die Bewertung, durch die Ängste, die ihnen sind, durch Sachen, wo sie sich auch sich selbst gegenüber ungesund verhalten. Und dann ist es überhaupt kein Wunder mehr, dass du bei den kleinsten Aufgaben unter Druck gerätst, dass du sobald eine Sache, die du vielleicht vor 10 Jahren besser geschafft hättest, wenn du sie heute machst, dass du das Gefühl hast, ich komme hier nicht weiter, ich weiß nicht wie, dass dir Tränen in die Augen steigen. Weil du einfach nicht mehr anfängst, dich runter zu regulieren. Und falls du gerade an diesem Punkt bist, dass du das Gefühl hast, sehr schnell nicht mehr resilient zu sein, sehr schnell nicht mehr dich regulieren zu können, hoffnungslos zu werden, die Motivation zu verlieren oder auch dich klein zu machen, dann habe ich dir ein paar Tipps aufgeschrieben, um wirklich aus diesem Teufelskreis, der dein Stresslevel immer weiter in die Höhe treibt, bis du wirklich bei Burnout stehst, Leistungseinfälle hast, die absolut katastrophal sind, im Sinne von du bist überhaupt nicht mehr leistungsfähig oder auch im Burnout oder Depressionen gerätst, ist einfach das Wichtigste, nochmal bei sich anzukommen. Denn es ist nicht deine Schuld, dass du vielleicht gerade denkst, genau das ist irgendwo das, wo ich stehe. Sobald eine Sache passiert, sobald ein Hindernis da ist, habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Du bist einfach in ein Muster geraten, was immens viele Menschen einfach nur fahren und kennen, weil uns auch in unserer Gesellschaft häufig nicht der Raum für Regeneration gegeben wird und weil wir es auch einfach nicht lernen. Wir werden so oft darauf getrillt, weiter, 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 aber nicht aus der Motivation oder aus der Intention heraus, ich schaffe das, sondern weiter, weiter, weiter gegen die Strömung zu schwimmen. Und das wird dich irgendwann dazu führen, dass die Strömung dich wegreißt und du untergehst. Und deswegen ist das Wichtigste zu lernen, was kann ich machen, wenn die Strömung kommt, wenn die Überforderung groß ist? Wie kann ich wirklich lernen, mit der Strömung zu gehen, mit Hindernissen und Hürden, die mich in eine andere Richtung leiten, ohne dabei in Panik und Verzweiflung zu geraten, sondern weiterhin dem Leben zu vertrauen? Und der erste Tipp, den ich für dich habe, bevor ich den teile, trinke ich erstmal was, ist tatsächlich, an deinen Gedanken und an deinem Mindset zu arbeiten. Denn ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass Überforderung sehr subjektiv ist. Das heißt, wie gesagt, es gibt Menschen aus der gleichen Situation, die erschaffen etwas und es gibt Menschen, die verfallen in das Gefühl von Überforderung. Das eine ist weder besser noch schlechter, das eine ist aber gesünder als das andere. Ja? Das bedeutet, werte dich jetzt nicht ab, wenn du zu der Gruppe gehörst, die in Überforderung fällt. Es ist nicht besser oder schlechter, aber es ist tatsächlich einfach ungesünder und ich würde mir für dich einfach wünschen, dass es dir gut geht, dass du entspannt bist, dass du abschalten kannst und vor allen Dingen, dass du deinen Träumen näher kommst. Deswegen ist das Wichtigste, an deiner Einstellung zu Hindernissen und Hürden zu arbeiten, an deiner Frustrationstoleranz. Bedeutet, wenn ein Problem reinkommt, kann es sein, dass dein erster Gedanke noch der ist, boah, es ist so viel, ich kann das nicht, ich schaff das nicht. Und das ist nicht schlimm, das ist ein Step für Step, das umzuprogrammieren. Aber vielleicht unterstützt dich dieses Live und vor allem, wenn du die Notizen zu dem Live machst und es dir danach nochmal anschaust auf einer ganz anderen Ebene, vielleicht unterstützt dich das dabei, zu merken, wie du denkst. Und dann kannst du umschalten. Das heißt, du ertappst dich, dass du eigentlich in Richtung Stress und Überforderung fährst. Und in dem Moment, wo du dich ertappst, kannst du wie den Rückwärtsgang einlegen, zurückfahren und nochmal auf den Punkt kommen, lösungsorientiert. Was würde hier helfen? Und was würde hier helfen, heißt nicht immer, ich gehe jetzt direkt in Richtung Lösung. Was würde hier helfen, kann auch mal bedeuten, einfach nur zu heulen. Also einfach nur zu weinen, einfach nur Raum zu geben, einfach nur zu sagen, ich lasse jetzt mal gerade alle Emotionen fließen, ich gehe in den Wald, ich lasse es raus, es geht mir gerade nicht gut. Und anstatt es einfach runterzuschlucken, setze ich mich hin und weine einfach mal richtig. Ich habe so lange gedacht, dass motiviert auf seinem Weg zu bleiben, implizieren würde, nie zu weinen. Und ich möchte dir an der Stelle sagen, dass ich ein Mensch bin, der viel weint. Ja? Dass ich ein Mensch bin, der in vielen Situationen, wenn ich mich das Gefühl habe, es geht in Richtung Überforderung und man dann einfach erstmal nicht in Richtung Motivation schwimmen kann, dass man einfach erstmal sich hinsetzt und weint. Ja? Oder auch einfach erstmal sagt, boah, scheiße.
Das Wichtigste ist, dass du an dem Punkt deine Emotionen verstehst und merkst, die Trauer ist gerade da, weil dir Leichtigkeit fehlt. Die Wut ist gerade da, weil ein Hindernis in deinem Weg ist. Okay, gib der Wut Raum, gib der Trauer Raum. Hau mal auf den Tisch, ohne komplett alles klein zu schlagen, aber um einfach mal Raum zu geben. Setz deine Grenzen, weine, wenn Dinge schieflaufen, ja. Eine andere Perspektive einnehmen bedeutet nicht durchhasseln und zu sagen, ja, ist halt so, alles ist gut und ich kriege das hin. Nein, es bedeutet, Emotionen Raum zu geben und ich bin traurig, wenn Dinge nicht passieren. Dann gehe ich raus, dann gehe ich spazieren, dann weine ich eine Runde, dann setze ich mich vielleicht auch mal irgendwo hin und sage, boah, es ist so kacke. Und dann habe ich dieser Emotion Raum gegeben, um dann mit meiner Emotion in Dialog zu gehen und sie zu fragen, okay Trauer, okay Wut, wie können wir jetzt lösungsorientiert von hier vorgehen? Du bist traurig, dass es nicht so geklappt hat, wie es ist. Wie können wir daran arbeiten, dass die Trauer wieder glücklich wird, dass die Trauer ausgeglichen ist? Wie können wir für die Wut daran arbeiten, dass sie funktional und ausgeglichen ist? Und da unterstützen dich deine Gedanken. Deine Gedanken öffnen dir die Tür zu deinen Emotionen. Deine Gedanken öffnen dir die Tür dazu, deine Emotionen fließen zu lassen. Und deine Gedanken öffnen dir die Tür dann auch mit deinen Emotionen Hand in Hand für eine Lösung loszugehen. Das heißt, wenn du einen Tipp von mir möchtest, dann würde ich mir an deiner Stelle nach diesem Live eine Liste mit 20 Gedanken machen, die dich in Situationen, wo du überfordert bist, unterstützen können, auf diesen lösungsorientierten, emotional gesunden Pfad zu kommen. Sowas wie im Sinne von, was könnte mir jetzt helfen? Was würde mir gut tun? Wie fühle ich mich gerade? Ja, einfach Sätze und Fragen etablieren, die in Dialog und Austausch mit dir gehen und deinen Horizont erweitern, anstatt diesen Tunnelblick auf das Problem zu fördern. Das heißt, das Erste ist, arbeite an deinem Mindset. Zum einen öffne dein Mindset für einen inneren Dialog mit deinen Emotionen, integriere deine Emotionen, sei für dich da, erlaube dir zu weinen. Und zum anderen, welche Sätze können dich auch positiv ausrichten, wie ich schaffe das, ich kann das, ich weiß, dass ich eine Lösung finde, ich weiß, dass alles gut wird, ich weiß, dass das nicht das Ende, sondern der Anfang ist. Und dann bekommst du eine ganz andere Perspektive. Der zweite Punkt, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist Zeitmanagement und Klarheit. Bedeutet, vielleicht entsteht Überforderung bei dir auch, weil du ganz viele To-Dos hast und diese nicht gemanagt bekommst und dann irgendwann abends vor deinen To-Dos stehst, ganz viel vergessen hast und dann denkst, scheiße, ich muss jetzt noch welche waschen, ich muss jetzt noch die Abgabe abgeben, ich muss jetzt noch dies machen, das tun, jenes machen und dann bist du in diesem Zwiespalt zwischen, soll ich mir jetzt eine Pause gönnen oder soll ich jetzt irgendwie über mein Energielevel arbeiten? Und um da in eine gesunde Balance zu kommen, hilft Klarheit, was steht an und da auch Priorität, was ist wichtig und zum anderen eben auch Zeitmanagement, was tut mir gut. Und über diese beiden Punkte, Frustrationstoleranz und Zeitmanagement, sprechen wir auch intensivst in Keep Yourself Wild, wie du lernen kannst, deine Zeit zu managen, wie du mit Frustrationstoleranz umgehen kannst. Der nächste Punkt ist, dir regenerative Pausen einzuplanen. Und ich sage ganz bewusst regenerative Pausen, denn, und das hier ist ein wirklich offenes Michi-Statement, regenerative Pausen ist nicht auf Instagram dich abzufacken, dass andere Leute ein scheinbar besseres Leben als du haben, einen scheinbar besseren Körper, einen scheinbar besseren Partner, scheinbar mehr Geld oder was auch immer. Regenerative Pausen bedeutet nicht, dich mit negativen Emotionen vollzupumpen, weil du dich selbst nicht anerkennst, klein machst oder anfängst zu vergleichen. Regenerative Pausen bedeutet, das Handy weglegen, zu schauen, kann ich mich bewegen, kann ich eine Meditation machen, kann ich rausgehen, wo tanke ich wirklich aus, kann ich mal wirklich einfach nur mich jetzt hinsetzen und einen großen Schluck Wasser trinken, weil mein Körper total dehydriert ist. Regenerative Pausen bedeutet, liebevoll für dich zu sorgen. Und falls es dir schwerfällt, zu abzuschätzen, was sind regenerative Pausen, dann frag dich an der Stelle wirklich, was würde deine Mama oder deine beste Freundin dir sagen, wenn du eine 20-minütige Pause hast, würde deine Mutter oder deine beste Freundin sagen, cool, dass du 20 Minuten Pause hast, hier nimm dein Handy in die Hand und doodle auf Instagram rum, oder würde deine Mama, deine beste Freundin, dein bester Freund oder dein Partner sagen, hey, wie wäre es, wenn du dir einen schönen Tee kochst, wie wäre es, wenn wir eine Runde spazieren gehen, wie wäre es, wenn du 10 Minuten liest, wie wäre es, wenn du dir einen tollen Podcast anhörst, wie wäre es, wenn du einfach tanzt, wie wäre es, wenn du einfach malst, wie wäre es, wenn du einfach mal präsent wirst und etwas Kreatives erschaffst, anstatt dich von außen von Bullshit berieseln zu lassen, ja, und da Klammer auf, sortiere auch dein Instagram aus, Klammer zu. Der nächste Punkt, den ich dir dann mit auf den Weg geben möchte, ist,
Fang an, dich zu bewegen. Ja, wenn du in Überforderung gerätst, dann ist das Schlimmste, was du tun kannst, stehen zu bleiben. Weil das, was du deinem Körper damit signalisierst, ist nicht nur, dass du gedanklich feststeckst, sondern auch, dass du körperlich feststeckst. Und indem du körperlich in Bewegung kommst, kannst du auch gedanklich wieder in Bewegung kommen. Bedeutet, du bist überfordert und du hast, ich weiß es, ja, und du möchtest nur sitzen bleiben, du kriegst dich eigentlich nicht aufgerafft, dann fang auch an, dein Bein hochzuheben und aufzustellen. Ich weiß, dass man manchmal wirklich so überfordert ist. Ich kenne das von mir von früher, wo ich 17 war, wo ich genau wusste, ich sollte jetzt aufstehen, aber ich kann es nicht. Und wenn du wirklich an diesem Punkt gibst, dann gib dieser Stimme in deinem Kopf, die sagt, wir schaffen das jetzt, den Raum. Und stell vielleicht dein eines Bein mit deinen Armen auf den Boden. Und stell dein anderes Bein mit deinen Armen auf den Boden. Fang an, dich zu erden. Nutz das. Unterstütz dich und deinen Körper beim Aufstehen. Das ist am Anfang schwierig und du wirst nicht aus dem Bett springen. Das ist ein Fehlgedanke. Nur weil du weißt, wie Überforderung entsteht und dass es dir gut tun würde, fehlt dir dennoch die Energie aufzustehen. Das heißt, unterstütz dich wie einen ganz alten Menschen oder einen Patienten, jemand, dem die Kraft fehlt, aufzustehen. Denn wenn du in 1000%iger Überforderung schickst, dann fehlt dir diese Kraft auch. Und dann kann es sein, dass du Step für Step dein Bein aufstellen musst, das zweite dich aufstützt und dich ganz langsam hochmachst, ja? Weil alles andere zu anstrengend für dich ist. Du fühlst dich in Situationen, wo du überfordert bist, halt eben wie ein 80-jähriger Mensch, der einfach nicht mehr fit ist. Und wie würdest du von einem 80-jährigen Menschen, dessen Energielevel ganz low ist, fragen, aus dem Bett aufzustehen? Du würdest doch auch nicht sagen, so, mein Kollege, jetzt steh mal auf und spring aus dem Bett. Du würdest ihm helfen, ja? Sei da der liebevolle Mensch, der dich auch aus dem Bett rausholt, aus dem Ding rausholt, der das weglegt. Geh da in die Metaebene und tu die Dinge für dich. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil Bewegung ist so essentiell. Und wenn du einen anstrengenden Tag hast, dann schau, dass du dir abends Zeit für Sport nimmst. Geh laufen. Und wenn du keinen Bock hast, laufen zu gehen, dann geh Squash spielen. Dann geh in einen Verein. Dann mach ein Tanzworkout. Irgendwas wirst du finden, wo du dich bewegen kannst. Zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, es geht gar nicht mehr weiter, dann mache ich ein Tanzworkout von Pamela Reif. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Kannst du super einfach googeln. Dance-Workout Pamela Reif. Die hat so ein Happy-Dance-Workout. Und das sind witzige Lieder. Ich muss die ganze Zeit rumspringen und irgendwann fange ich halt einfach an zu grinsen, merke, die Energie fließt und habe einen ganz anderen Standpunkt. Der nächste Aspekt, und das fällt uns aber meistens schwer, wenn wir noch total verkopft sind, ist aber auch Atmung und präsent werden, weil es fällt uns super schwer, präsent ins Hier und Jetzt zu kommen, wenn sich die Gedanken drehen. Ja, trotzdem ist die Atmung ein super, super wichtiges Tool, um bei dir anzukommen. Achte auf deinen Atem. Leg deine Hand auf deinen Bauch. Erlaub dir auch als Frau einen Bauch zu haben, als wärst du im 6. Monat schwanger. Es ist vollkommen in Ordnung. Mein größtes Vorbild, was richtiges Atmen angeht, sind Paviane. Ja? Es ist so süß, wir Leute aussehen, dass unser Bauch nicht flach ist, dass wir komisch aussehen, dass wir nicht die perfect shape, die passende Form haben, ja, ist beim Atmen scheißegal. Es geht um deine Gesundheit am Ende deines Lebens und nicht darin, was irgendwer mal darüber gedacht hat, wie dein Bauch aussieht. Deswegen leg, wenn es um deine Atmung geht, vor allem vielleicht hier oben und hier unten deine Hand hin und mach deinen Bauch so groß, wie es geht, ja. Lass den rauskommen, lass den weit werden, erlaube dir diese Weite. Es ist einfach gesund und ich möchte dich da ermutigen, dir das zu erlauben, weil auch das ist was, was ich früher gemacht habe. Ich habe so krass eingezogen. Also ich habe so, und dann habe ich eingezogen den Bauch beim Atmen. Ich kenne das von meiner Mama, die das immer gemacht hat, die auch beim Einatmen, die hat zum Beispiel Hosen immer angezogen, wenn sie eingeatmet hat, weil sie dann den Bauch eingezogen hat. Und so habe ich von kleinst auf gelernt, einatmen heißt Bauch rein, ausatmen heißt Bauch raus. Wobei einatmen Bauch raus heißt und ausatmen Bauch rein. Fang da an, auf deine Atmung zu achten, weil auch dir zu wenig Sauerstoff zu geben, setzt deinen Körper auf rein physischer Ebene unter Stress. Das ist einfach, als wärst du in einem Raum, wo zu wenig Sauerstoff ist. Und da kannst du mir sagen, was du willst, das würde dich unter Stress setzen. Und der letzte Punkt, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, ist, fange an, empathisch zu werden, ja? Und es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Mitleid und Empathie, ja? Mitleid ist sowas wie, ich bin der ärmste Mensch auf Erden und alles ist unfair und niemand ist lieb zu mir und niemand hat mich lieb und alle sind gemein und ich armes Ding. Und Mitleid ist etwas, was dich kleiner macht. Ja, mit Mitleid machst du dich selbst kleiner. Das ist eigentlich richtig gemein, weil es geht dir schlecht, du möchtest dich aufbauen und es ist einfach, als würdest du dich noch kleiner drücken. Auch wenn du vielleicht im ersten Moment das Gefühl hast, dieses Kleinerwerden tut dir gerade gut, weil du dich klein fühlst,
es ist wichtig, in gesunde Empathie zu kommen, um dich aufzubauen, um dich groß zu machen. Und Empathie ist sowas wie, ich verstehe dich. Ich sehe, dass es dir gerade nicht gut geht. Ich nehme dich wahr. Einfach in eine positive Verbindung zu gehen. Was würde dir helfen? Soll ich dich in den Arm nehmen? Ja? Sei empathisch, sei liebevoll mit dir. Es ist mit einer der wichtigsten Steps und es ist mit einer der wichtigsten Tools wirklich, um gesunde und liebevolle Entscheidungen zu treffen, um langfristig gesund zu sein. Und es ist so, so, so wichtig, denn Empathie unterstützt dich nicht nur in dem Bereich Überforderung, Empathie unterstützt dich einfach in deinem ganzen Leben, ob Dinge richtig oder falsch laufen, ob deine Antreiber heute hinter dir her sind oder ob du heute Hand in Hand mit dir gehst, ob du Dinge falsch oder richtig machst, in Anführungszeichen. Empathie dir selbst gegenüber in Form von Selbstliebe, gesunde, liebevolle Entscheidungen in deinen Gedanken, in deinen Emotionen, in deinem Verhalten dir selbst gegenüber zu treffen, ist das Allerwichtigste. Und auch da gibt es in Woche 2 von Keep Yourself Wild im Bereich Selbstliebe super viele Tools und Informationen zu, die dich unterstützen, anzufangen, gesund und liebevolle Entscheidungen zu treffen und dich nicht mehr selbst zu sabotieren. Und das waren wirklich meine Top-Tipps. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen, bevor ich tatsächlich ins Q&A gehe. Der erste Tipp, arbeite an deinen Gedanken und fang an so zu denken, dass deine Emotionen fließen dürfen. Das heißt, fang an nach offen zu denken, als geschlossen zu denken. Lass deine Gedanken, deinen Horizont erweitern, anstatt ihn zu schließen. Und Top-Tipp, leg dir eine Liste mit 20 Gedanken an, die dich in dem Moment der Überforderung unterstützen können. Tipp Nummer 2, Zeitmanagement und Klarheit. Fang an, Single-Tasking zu machen und Prioritäten zu setzen und deine Woche vorzuplanen, damit du nicht irgendwann überfordert bist von ganz vielen To-Dos, die auf einmal anstehen und anklopfen. Tipp Nummer 3, mache regenerative Pausen, Meditation, Atmen, Natur. Was würden andere Menschen dir in so Situationen empfehlen? Tipp Nummer 4, sage ich dir, nachdem ich mein Handy ans Ladekabel gehangen habe. Geht dir gleich aus. Tipp Nummer 4 ist Bewegung. Fang an, dich zu bewegen. Unterstütze deinen Körper wirklich dabei, auch in einen Fluss zu kommen. Weil wenn du deinen Körper bewegst, fangen sich deine Gedanken meistens auch an zu bewegen. Tipp Nummer 5. Werde präsent durch deine Atmung und versorge deinen Körper mit ausreichend Sauerstoff. Und Tipp Nummer 6 ist, sei empathisch dir selbst gegenüber. Ich bin auch noch überfordert. Ja, ich arbeite immens viel an mir. Ich habe Seminare und Coachings und Ausbildungen hinter mir. Das ist crazy, weil ich so viel an mir gearbeitet habe. Und trotzdem gibt es Momente, da bin ich einfach überfordert. Okay? Und es ist vollkommen okay. Sei da auch empathisch mit dir. Es gelingt niemandem immer, das im ersten Moment das Beste zu sehen. Das Wichtigste ist aber, dass du nicht anfängst, in diesen negativen Kreislauf zu kommen, sondern wenn du gerade nicht das Beste siehst, empathisch mit dir zu sein und zu sagen, hey, ich verstehe das. Ich verstehe, dass du gerade überfordert bist. Es war bei mir erst vor einem Tag im Meeting so mit meinem Businessplaner, wo wir darüber gesprochen haben, wie das Unternehmen wächst, wie der Verein wächst, wie wir Spender generieren können. Ich meine, vor mir steht ein Projekt und es hängt ganz groß hier hinter mir. Das hat Marc mir gemalt, das Bild ist ganz süß. Wo meine Farm drauf ist. Und aktiv auf diese Farm hinzuzuplanen mittlerweile, mich mit Regionen auseinanderzusetzen, mir Grundstücke anzuschauen, wenn ich das nächste Mal nach Südafrika fliege. Ey, alter Schwede, das überfordert mich arg, weil ich denke, ich bin Michi, ich habe noch nicht mal ein Haus gebaut. Wie soll ich denn wissen, wie man eine Farm baut? Ich habe noch nicht mal ein Gartenhaus gebaut. Ja, ich habe eine Hundehütte noch nicht mal gebaut. Und auf einmal steht dieses Projekt an, ich soll eine Farm bauen. Und dann sitze ich auch erstmal da und denke mir, scheiße, es übersteigt mein Wissen, es übersteigt aktuell die Finanzen, aber wie kann ich darauf hinarbeiten? Und dass im ersten Moment bei mir dieses Gefühl aufkommt, wie Halleluja, Baby, wie soll ich das schaffen, ist ganz normal. Dass im ersten Moment, wo ich auch weiß, krass, ich fahre mir vermutlich Ende des Jahres das erste Mal ein Grundstück anschauen, was potenziell für eine Farm in Frage kommt, dass mich das erstmal überfordert, anstatt glücklich zu machen, kann auch total in Ordnung sein, weil dich auch deine eigenen Träume und auch deine eigenen Große überfordern können, dürfen und sollen, weil ganz ehrlich, das Potenzial, was in dir steckt, das ist am Ende das Crazieste, was dir so überhaupt begegnen wird, weil zu sehen, wie groß du bist, das kann dich manchmal erschrecken, weil du auf einmal denkst, krass, in diese Rolle darf ich reinschlüpfen? Wirklich? Möchtet ihr die Hauptrolle dieses Films nicht mit irgendwem anders besetzen? Können wir vielleicht, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio oder wer auch immer anrufen, dass der diesen Part für mich übernimmt? Ich habe nicht das Gefühl, bereit zu sein. Das kann auch Überforderung sein. Es ist normal. Sei da empathisch und liebevoll
mit dir. Du bist auf deinem Weg und wir sitzen da auch alle im gleichen Boot. Und dann fängst du wirklich an, mit der Strömung zu schwimmen, die dich manchmal in Richtungen treibt, wo du nicht geplant hin wolltest. Aber sobald die Strömung nachlässt, findest du auch Wege, wieder rauszuschwimmen. Findest du Wege, um wieder bei dir anzukommen. Und das ist das Allerwichtigste. Arbeite nicht gegen dich, arbeite nicht gegen Veränderungen, arbeite nicht gegen Hindernisse, arbeite mit ihnen und für sie. Denn manchmal möchtest du auch in eine Richtung schwimmen, die dich zu einem coolen Ziel bringen würde, aber die Strömung bringt dich in die Richtung, die dich deiner wahren Größe und deinem wahren Ich näher bringt. Und dann stehst du vielleicht da und denkst dir, oh Gott, dieser offene Ozean, da soll ich wirklich hin. Aber ja, genau das ist nämlich, wo du deine Stärke, Größe und alles entfalten kannst, was eigentlich in dir steckt. Und dementsprechend kann Überforderung manchmal auch sogar ein gutes Zeichen sein. Ja, ich hoffe, dass dich das schon mal unterstützt, ganz liebevoll mit dir umzugehen. Und ich hau mir jetzt einmal eure Fragen an. Wir haben noch gut 8 Minuten für eure Fragen Zeit. Das heißt, ich werde mir 1-2 Fragen rauspicken. Die erste Frage ist: Was hat Überforderung mit den eigenen Emotionen zu tun? Mir hilft es da gut, zu mir selbst zu sein. Ja, natürlich hat das auch was damit zu tun, weil ich habe ja schon gesagt, Überforderung kann aus dem Außen und aus dem Innen kommen. Das heißt, es kann einmal Dinge sein, die im Außen sind. Manchmal können uns aber auch unsere Emotionen überfordern. Einen absoluten Super-GAU haben wir, wenn uns was außen überfordert und dann auch noch unsere Emotionen explodieren und wir im Außen und im Innen überfordert sind. Das heißt, äußere Situation überfordert uns und wir emotional sind total überfordert. Wir weinen, wir wollen nicht damit klarkommen, unsere Emotionen kommen alle zusammen. Dementsprechend haben deine Emotionen super viel damit zu tun, weil auch durch die Bewertung dessen, was passiert und dadurch, dass du überfordert wirst, entstehen gewisse Emotionen in dir wie vielleicht Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Wichtig ist, dass du an dem Aspekt anfängst zu verstehen, was möchten Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit mir sagen. Verzweiflung möchte dir nicht sagen, es geht hier nicht mehr weiter, sondern sie fragt dich, wie geht es hier weiter? Ja? Alle Emotionen stellen dir immer Fragen. Es ist nicht, dass eine Emotion dir eine Aussage an die Stirn klebt und sagt, so ist es jetzt, sondern dass eine Emotion dir eine Frage stellt, um dich zu unterstützen, mit ihr zu arbeiten. Dementsprechend ist das Wichtigste, was du lernen kannst, auch wenn du das Thema Überforderung in Kombination mit Emotionen oft hast, dass sich deine Emotionen dann überkommen, Emotionsmanagement zu lernen und zu fragen, was möchte mir diese Emotion sagen? Wie kann ich mit dieser Emotion aus der Überforderung rausgehen und dann auch gut und liebevoll zu dir zu sein? Weil auch wenn du verzweifelt bist, auch wenn du erstmal hoffnungslos bist, auch wenn du traurig bist, kannst du liebevoll zu dir sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Und das Spannende ist, wenn wir uns die Emotionsbandbreite anschauen, dann liegt Trauer und Liebe sehr, sehr nah beieinander. Das Traurige ist nur, dass wir uns in Momenten, wo wir traurig oder verzweifelt sind, genau das häufig nicht geben. Deswegen ist das sehr eng miteinander verwoben. Und wenn du auch mehr zum Thema Emotionsmanagement lernen möchtest, kannst du super gerne bei Keep Yourself Wild dabei sein. Nächste Frage. Ja, wie strukturierst du dich? Wie gelingt es dir, bei vielen Aufgaben nicht die Motivation zu verlieren? Ja, also es ist ein ganz, ganz wichtiges Zusammenspiel zwischen Energie und Zeitmanagement. Weil manchmal haben wir viel Zeit, aber die Energie reicht einfach nicht aus. Das bedeutet, ich plane meine Woche immer anhand meiner Zeit und meiner Energie. Und das unterstützt mich, strukturiert zu bleiben, aber mich nicht über meine Grenzen zu pushen. Bedeutet, dass ich mir nicht sage, mein Tag hat 40 Stunden und ich arbeite schon viel, das muss ich zugeben. Aber nicht, dass ich sage, mein Tag hat 24 Stunden und ich gehe jetzt zu 3000% über meine Energie, sondern gucke, wo finde ich immer Situationen, wo ich auftanken kann. Das heißt, wenn es dir super schwer fällt, Struktur reinzubekommen, würde ich dir empfehlen, dich sonntags hinzusetzen, deine Woche vorzuplanen und ganz realistisch mit dir zu sein, kann ich an dem Tag nach der Arbeit noch diese Aufgaben leisten, ja oder nein. Vielleicht hast du einen Tag, da bist du zwar lange auf der Arbeit, 8 Stunden, aber es ist überhaupt nicht viel zu tun. Du weißt, es ist ein ganz entspannter Tag, es ist ein cooler Tag, da habe ich sogar vielleicht Freude an der Arbeit, deswegen fällt es mir abends vielleicht leichter, diese 1-2 Aufgaben zu machen. Und dann gibt es vielleicht auch Situationen, wo du merkst, heute ist ein anstrengender Tag, da weiß ich gar nicht, wie ich mit diesen 1-2 Aufgaben hinkommen soll. Das heißt, das Wichtigste ist, bei deinem Zeitmanagement immer deine Energie mit einzuplanen und vor allem zu verstehen, wo fließt meine Energie hin. Und diese Kombination aus Zeit- und Energiemanagement ist auch was, was wir an Tag 1 und auch im Bonusbereich von Keep Yourself Wild auch nochmal durchbesprechen. Das heißt, bekomme Struktur und Klarheit in deine Zeit,
bekomme Struktur und Klarheit aber auch in deiner Energie. Weil wenn du mehr tust, als du energetisch kannst, auch wenn dein Tag zeitlich vielleicht noch 3 Stunden hat, dann ist es natürlich ganz normal, dass deine Motivation ausgeht, weil dir fehlt der Treibstoff. Und dann auszusteigen und das Auto anzuschieben, anstatt an die Tankstelle zu fahren und es zu tanken, macht es nicht besser. Ja? Bedeutet, stell dir dein Auto wirklich immer wie, stell dir deinen Tag wie ein Auto vor, was du morgens voll tankst und du kannst jeden Tag 700 Kilometer fahren. Und wenn du aber am Ende des Tages 700 Kilometer gefahren bist, dann bringt es dir nichts mehr, noch weiter zu fahren zu wollen. Dann musst du zur Tankstelle und dann musst du auftanken. Und ich weiß, wir wollen uns manchmal dagegen wehren, aber wirklich, du würdest auch nicht aussteigen und dein Auto nochmal 5 Kilometer weiterschieben, weil du für diese nächsten 5 Kilometer sehr viel länger brauchst, als wenn du sie einfach auf den folgenden Tag verschiebst oder anders strukturierst. Und da ein Gefühl für Zeit und Energie zu bekommen, das ist wirklich das A und O, um nicht über eine Überforderung zu geraten. Das kann trotzdem sein, dass trotz gutem Zeit- und Energiemanagement Dinge passieren, die gerade irgendwie unvorhergesehen reingrätschen, wie das passiert auch manchmal bei mir, dass irgendwer aus dem Team krank wird oder dass ein super wichtiger Notfall irgendwie reinkommt, sei es irgendwie im Tierschutz oder sei es auch irgendwie mit Stationen, wo ich einen Anruf bekomme und mir Zeit nehmen muss. Natürlich crasht das dann mein Zeit- und Energiemanagement. Aber guck, dass du grundlegend auf ein gutes Level kommst. Und zwar spielt das Leben dir noch dazwischen, aber wenn du auch weißt, ich kann von hier aus neu planen, ich kann mich von hier aus neu strukturieren, dann setzt dich das nicht so unter Stress, sondern du weißt, ich kann mich jetzt hierauf fokussieren und später befasse ich mich dann damit, wie ich die anderen Aufgaben verteile. Es hat auch super viel mit Priorität zu tun. Also auch da haben wir auch in Keep Yourself Wild ein Bonusvideo, wo du wirklich lernst, Dinge besser zu priorisieren, um Zeitmanagement effektiver zu gestalten. Ja. Und das war's soweit heute vom Keep Yourself Wild Club. Der Keep Yourself Wild Club geht mittlerweile immer 45 Minuten, was daran liegt, dass ich mittwochs abends immer 20 absolut geile Menschen treffen darf, die mit mir ganz intensiv in ihren Träumen arbeiten und ich jetzt nochmal eine Runde spazieren gehe und mich da selbst erden möchte, um gleich ganz, ganz präsent und ganz, ganz intensiv bei meinen Herzensmenschen zu sein. Denn nach Keep Yourself Wild gibt es ein Folgeprogramm, wo man eins zu eins mit mir an seinen Träumen arbeiten kann. Wir haben gleich unseren ersten Austausch-Call. Ich habe schon meinen Robbie-Bubble kalt gestellt. Ich freue mich so, so doll auf diese Menschen. Und deswegen nicht wundern, wenn der Keep Yourself Wild Club mittlerweile immer nach 45 Minuten endet. Es liegt einfach daran, damit ich mich ganz gut eingrooven und einstimmen kann auf ganz, ganz, ganz tolle Menschen, die ich bei ihren Herzensprojekten begleiten und unterstützen darf. Genau. Das von meiner Seite. Ich hoffe, dir hat das Live geholfen und gefallen. Falls es dir geholfen hat, teile es super gerne in deiner Story. Erzähl vielleicht auch Freunden und Bekannten davon, falls du intensiver mit mir zusammenarbeiten möchtest. Sei bei Keep Yourself Wild dabei. Falls du auch irgendwann eins zu eins mit mir arbeiten möchtest, dann ist die Grundvoraussetzung immer Keep Yourself Wild, was daran liegt, dass du so ein bisschen gewisse Tools aus meiner Arbeit an der Hand haben musst, um später intensiv mit mir zusammenarbeiten zu können. Und ja, das war alles Wichtige. Ich hoffe, du nimmst dir heute Abend Zeit für dich, machst vielleicht ein Tanzworkout. Wenn du dir jetzt Zeit für dich nimmst, ja, dann teile das super gerne vielleicht auch in deiner Story. Tag mich oder schick mir eine Nachricht mit Foto. Da freue ich mich riesig, dass ich irgendwie weiß, was hat das Live bei dir bewirkt. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen, energievollen Abend, voller Selbstliebe, voller Empathie für dich. Achte wirklich auf dich und ich bin so, so, so stolz und das einmal auch an dich, dass du hier sitzt und überlegst, wie du aus Überforderung rauskommst. Denn das ist schon mal der allererste und wichtigste Schritt, um auch diesen Teufelskreis, sei er bei dir ganz oberflächlich oder schon tief verankert, zu durchbrechen. Und das ist genial, dass du das machst. Da kannst du stolz auf dich sein, da darfst du dich anerkennen und erstmal richtig, richtig, richtig doll für feiern. Und ja, ich feiere mich jetzt auch. Ich feiere gleich meine coole Gruppe und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche Dienstag, Mittwochabend um 19 Uhr wieder zum Keep Yourself Wild Club sehen und treffen. Falls du Themenvorschläge und Wünsche hast, schick mir die super gerne per PN. Dann kann ich sie nächste Woche mit einbringen. Und dann würde ich sagen, ran an den veganen Speck. Achte auf dich und deine Gesundheit. Ich drücke dich von Herzen und alles, alles Liebe und Keep Yourself Wild, deine Michi. Mach's gut und bis nächste Woche.